Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bausimulator. Jawohl, wir stehen hier am Baustoffhändler. Ich habe einen neuen Auftrag angenommen und zwar ein Einfamilienhaus bauen. Bauabschnitt A, Dachgeschoss. Irgendwo hier oben im Dorf, quasi, also ne, hier oben, wo wir ganz am Anfang angefangen haben, also ist nicht weit. Können wir auch direkt hier das Teil hier noch aufdecken, mal gucken, was das da ist. Und wir sollen jetzt als allererstes hier mal ein paar Sachen besorgen. Würde ich sagen, machen wir das doch direkt mal. Wieder mitten in der Nacht um 4.12 Uhr beim Baustoffhändler rein. Da sehe ich uns. So, warte mal. Oh ne, halt, stopp. Wo ist denn hier der Eingang? Ah, hier. Gehen wir mal hier rein. So, und dann brauchen wir. Wir brauchen zwei Paletten Ziegeln. Wir brauchen Dampffolie. Genau. Und Palette Ziegeln, Palette Dachziegeln. Halt, Moment, nee, stopp. Halt, Moment, Moment, Moment. Nee, wir brauchen irgendwas anderes. Palette Ziegeln, Palette Holz, Palette Dampffolie. Zwei Paletten Holz. So, das brauchen wir. Okay, warte mal. Dann tun wir hier. Moment, wo sind sie? Hier die. Ne, warte mal, war es Dachziegel oder Ziegel? Ne, Ziegel. Die Dachziegel, die lassen wir raus. So, Dampffolie Hammer und Palette Holz war wo? Hier unten. So, die brauchen wir. Zwei Stück, genau. Okay, alles klar. Und dann wollen wir das Ganze mal automatisch beliefern, aufladen. Reicht, perfekt. Kriegen wir alles drauf. Sehr schön. Wir kriegen sogar, warte mal, wir könnten sogar wahrscheinlich noch die anderen Ziegel mitnehmen, ne? Wo waren sie? Hier. Die Dachziegel, die brauchen wir auch noch. Zack, zack. Komm, die kriegen wir auch noch drauf, oder? Jawohl, sehr schön. Haben wir direkt alles am Start. Das läuft doch. So, rein in den guten LKW. Einmal Licht anmachen, damit wir was sehen. So, fahren wir denn jetzt da dran vorbei? Was ist denn das hier für ein Weg? Halt, Moment. Ne, da wollen wir nicht hin. Wir wollen da hin. Da müssen wir hin. Oh, wir kommen direkt daran vorbei. Sehr schön. Dann können wir mal gucken, was wir da aufdecken werden. Wie sieht es eigentlich sprittechnisch aus? Wir könnten mal wieder tanken fahren. Komm. Wenn wir schon einmal hier sind, direkt mal an der Dreckstankstelle vorbei. So, einmal tanken. Zack. Achso, ne, halt. Muss ja gedrückt werden. Jawohl. Und einmal reparieren. Müssen wir auch noch. Muss mich voll daran gewöhnen, dass ich das gedrückt halten muss. Dankeschön. So. Und dann wollen wir mal da hochfahren. Dann wollen wir mal gucken. So, die Ziegel. Ne, die Dachziegel. Die stellen wir direkt mal an die Seite. Und den Rest müssen wir mal gucken, wo das hinkommt. Ne? Ah, sehr schön. Es wird schon hell. Das ist schon mal richtig, richtig gut. Dann brauchen wir hier wenigstens nicht im Dunkeln zu arbeiten. Halt. Zu irgendwo Hämmerchen oder sowas, ne? Ich bin irgendwann mal in irgendeiner Folge an irgendeinem Hammer vorbeigefahren. Danke da Kenny, der hat das mir das mal in die Kommentare geschrieben. Ich glaube, das war irgendwo. Ich habe keine Ahnung wo. Doch, wo wir die erste Mission, den ersten Kampagnenauftrag gemacht haben, mit dem Waldweg. Für diesen Museums-Heini, da glaube ich, war das. So, was haben wir hier? Ach, wieder eine Tankstelle. Okay, alles klar. Also Tankstellen werden uns wahrscheinlich hier nicht ausgehen. Katsching, die haben wir, warte mal. Gibt's hier vielleicht ein Hämmerchen? Nö. Okay, weiter geht's. Auf zur Baustelle. Gucken wir mal, was wir da machen müssen. So, ist ein relativ kleiner Auftrag. Das sind drei Bauabschnitte, glaube ich. Schauen wir mal. Ah ja, hier sind wir doch schon. So, warte mal, wo muss denn hier was hin? Wir bräuchten wieder unseren Schnellbaukran. Ja gut, den können wir ja mitnehmen, ne? Das ist ja kein Problem. Packen wir den einfach hier hin. Zack. Oh, warte mal, ich glaube, ich stehe im Weg, oder? Ja, ich mal gedacht. So, jetzt. Okay, alles klar. Schnellbaukran steht. Und hinein da.
Wo ist ein Haus? Man sieht es nicht. Nur egal. Halt, so ist richtig. Ja, dann wollen wir mal den LKW abladen. Gucken wir mal, wo wir das ganze Zeug hinpacken. So, dann hätten wir einmal die Dampffolie. Rauf damit. So, die wird wahrscheinlich direkt schon nach oben kommen, ne? Jo, einmal direkt nach da hinten. Wo, schwingt ein bisschen. So, Nummer 1. Dann haben wir hier Holz und einmal Ziegel, ne? Okay, warte mal, pack mal die Dachziegel mal direkt hier unten in die Sa an die Seite. Halt, stopp. Nein, nein. Ja, genau die. Die schmeißen wir mal hier hin. Ja, einfach hier, das passt. So, einmal. Hier ist das praktisch, ne? Hier kommst du direkt über mit dem Kran dran. Finde ich nicht schlecht. Dann funktioniert das auch ein bisschen schneller hier, ein bisschen zügiger. Oha, wieder geruckelt, weil das Spiel gespeichert wird. So, dann wollen wir das Holz hier noch hochpacken. So, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, genau, hier unten muss eine Palette hin. Einmal da. Jawohl. Sieht doch schon ganz gut aus, ne? Sieht doch schon ordentlich aus. So, die kommt nach oben wahrscheinlich. Zack. Ja, genau, die packen wir dahin. Na, komm, jawohl. So. Und dann noch die Ziegel. Da bin ich aber gespannt. Müssen wir eigentlich hier auch mal wieder so händisch irgendwas machen? Wäre auch nicht schlecht, ne? Na, zack. Und rauf hier. So, die setzen wir dahin. Alter, schwingt aber echt ordentlich, ne? Naja, gut, okay. Wenn das in Real Life machst, hast du aber auch ein Problem. So, runter damit. Und anhaken, jawohl, sehr schön, haben wir das auch. Und einmal hier rüber. Jawohl. Zack, sehr schön, haben wir das doch schon mal richtig gut hinbekommen. So, jetzt müssen wir eine Wand mauern. Ah, okay, pass auf. Oh, nee, stopp. Jawohl. Zeig mal her. Kann man das hier so? Ja, so, ne? So kann man machen, ne? Zack. So, wie komme ich denn jetzt darauf? Ah, hier, wahrscheinlich über das Gerüst hier. Ey, das ist geil, ne? Dass man dann hier auch mal irgendwas machen muss. Das ist immer richtig cool. Ja, wir sind ganz entspannt, ne? Wir gehen hier ganz gemütlich rauf. So, dann wollen wir mal hier mauern. Mal gucken. Zack, Wandmauern. Jawohl, sehr schön. So, und dann hier, was ist das? Ah, noch mehr Wandmauern, alles klar. Und wir mauern, guck mal, wie der so voll am Schwingen ist mit den Hüften. So, was haben wir hier? Was steht da? Dach. Fette Holz. Ich habe keine Ahnung, was das heißt, aber egal. So, warte mal, wie komme ich denn hier wieder raus? Ich will hier raus, ich bin hier gefangen. Ich bin in dem Haus gefangen. Wo geht's denn hier raus? Wo ist der Ausgang? Ah, hier. Alter, ruckelt ein bisschen, ne? Aber gut. Also ich habe voll den Hüftschwung, guckt euch das mal an. Yeah. Läuft bei mir. Zack, so, okay, dann müssen wir mal gucken. Ach, da, die Dinger müssen wir haben. Alles klar.
Dann wollen wir die doch mal da oben hinpacken. Zu mal her. Na. Ne, 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 ne. Ja. Wo bin ich denn? Moment. Oh Gott, wo bin ich denn? Alles klar, ich bin noch gar nicht da am Start. So, jetzt. Jetzt haben wir's. Sehr geil. So, Nummer 1. Sind die unterschiedlich lang? Nee. Ja. Und Randa, jawohl. Nummer 1 haben wir. Sehr schön. Oh, es geht ja zügig, ne? Kann man mit arbeiten. So, runter. Dann wollen wir die Dinger auch mal da hinsetzen. Machen wir direkt mal auf die andere Seite hier. Die haben da hinten voll den fetten Pool im Garten, sehe ich gerade. Na komm, da rein. Okay, das will nicht so ganz da rein. Na, warum will es nicht? Jetzt vielleicht? Hä? Hm. Ah, okay, Moment, warte mal, das ist falsch. Ah, das muss hier hin. Sind doch unterschiedlich. Okay, alles klar. Ziemlich gerade schon gewundert, warum geht das so nicht rein? Aber dann sind die doch unterschiedlich. So, und das dürfte dann da hinten rein, richtig? Jawohl, alles klar, sehr schön. Dann funktioniert es auch, ne? So, warte mal. Ich sehe nichts. Gott, wo hänge ich denn? Ich bin noch gar nicht da. So, da muss es hin. Na, komm noch ein Stück runter. Jawohl, jetzt haben wir es. Sehr gut. Alles. Oh, jetzt muss ich wieder hochrennen. Okay, das ist aber hier eine Rennerei jetzt. Komme ich von hier aus wieder daran? Kannst du da drüber hüpfen? Oh, Tatsache. Krass. So, dann wollen wir mal den Rest hier von dem Holz da drauf ballern. Zack, jawohl. Sehr schön. Nice, gefällt. So, warte mal. Komme ich jetzt hier auch wieder raus? Ist geil, ne? Du kannst hier auch noch so, sogar da drüber kraxeln. Ach ne, halt. Warte mal. Ich muss da rein. Na komm. Okay, hier will er nicht. Jetzt. Die Dampffolie brauchen wir ja noch. So, einmal Dampffolie aufbringen, bitte. Jawohl, sehr schön. Aha. So, jetzt komme ich noch nicht wieder raus, ne? Jetzt muss ich wieder unten rum, oder? Ja, okay, alles klar. Aber wenn man im Haus ist, dann ruckelt es dann doch ziemlich hart. Das ist schon echt... ein bisschen nervig, aber gut. Ne, warte mal, wie ging das jetzt hier rum? Wir sind jetzt gleich draußen, dann hört es auf zu ruckeln. Ah, so, sehr gut. Alles klar. Dann können wir hier nochmal einen Screenshot machen, oder? Würde ich sagen. Jawohl, sehr gut. Zack. Und wieder rein in unseren Kran. Jetzt können wir hier die Dachziegel endlich aufbringen. Muss ich denn jetzt auch wieder aufs Dach klettern oder was? Na ja, gut, wir lassen uns mal überraschen. So, runter damit. Jawohl, Nummer 1. Und einmal hier oben drauf. Ah, vorsichtig, nicht das Dach beschädigen, ne? Will ja keiner. So, Nummer 1. Und das zweite noch. Zack, jawohl, sehr schön. Und rauf damit. Na, Dachdeckermeister Willi hier am Start, ne? So. Jawohl. Und zack. Juhu. So, und das war's schon. Okay, krass. Alles klar.
Das ging, der Auftrag ging aber wirklich schnell. Demontieren. Ja, genau. Und dann können wir hier wieder mit der guten Frau reden. Wenn wir hier einen Screenshot gemacht haben. Sehr geil. So, schönen guten Tag. Okay, wieso sehen Sie gar nichts? Ah ja, jetzt sehen wir auch ein Haus. Sehr schön. Leicht verbuggt. Ja, sieht doch gut aus, oder nicht? Haben wir doch hervorragend hingekriegt, würde ich sagen. Nice, gefällt mir. So, was hätten wir denn als nächstes hier? Ah, ne, falsche Taste. Was hätten wir denn hier noch? Was ist das hier eigentlich für ein Auftrag? Kann man ihn so anklicken? Zack. Verkehrsstraße für 256.000. Wir wären direkt in der Nähe, ne? Zeig mal her. Das müsste der hier sein. Na ja, gut, könnte aber auch der sein. Oder? Ne, warte mal, war der das jetzt oder nicht? Das 170.000, Moment. Hä, wo ist der Auftrag jetzt hin? Okay, der war schneller weg als gedacht. Alles klar. Moment. Wir probieren den mal so. Ah, was haben wir denn da? Noch in ein Familienhaus. Ah, okay, ich check's gerade. Alles klar. Ah, verdammt, hätten wir den mal besser angenommen direkt, ne? Naja, ist egal. Alter, was sind hier? Boah, 10 Schritte, alles klar. Mehrfamilienhaus. Oh, das wird auch interessant. Das machen wir aber noch. Ja, komm, geh mal hier in die Verkehrsstraße rein. Zack. So, Straßensanierung. Was brauchen wir? Wir brauchen Schwarzdeckenfertiger. Wir brauchen eine Kaltfräse. Asphaltwalze. Easy. Kein Problem. So, da könnten wir ja jetzt doch noch mal eben schnell schauen. Ach nee, warte mal, da müssen wir in Fuhrpark, hier in Dingens rein. In den Fahrzeug. Wo ist der Auftrag? Der ist da. Haben wir hier einen Fuhrpark direkt um die Krümmerin? Ja, nicht so wirklich, ne? Warten wir hier. Nicht Fuhrpark, Fahrzeughandel. Fahrzeughandel. Betreten. So, wir brauchen. Wie viel Geld haben wir? 743.000. Ein Schwarzdeckenfertiger und eine Kaltfräse brauchen wir sowieso immer wieder, ne? Und jetzt ist noch die Frage, warte mal. Es gibt nämlich eine Trophäe dafür, dass man von jedem Hersteller was hat. Wir haben von Cat, Duff, Hamm, Liebherr und MAN haben wir schon was. Das heißt, nein, nein, ja. So, was hätten wir denn? Ein Würtgen. Die Kaltfräse von Würtgen. Was kostet die denn? 299.000. Oha. Das ist schon nicht gerade günstig, ne? Aber die würde ich nehmen. Ja, komm, die kaufen wir jetzt einfach mal. Warum? Weil wir es können. Wir brauchen so oder so eine. Von daher ist egal. So, dann, was hat man noch gesagt? Schwarzdeckenfertiger, Bomag. Haben wir noch nicht. Was kostet der? Auch oh, nochmal 299.000. Was kostet die Kalt? Oh, die ist. Ja, Bomag Asphaltwalze, die ist doch günstig. Das ist ein Schnapper. 79.000. Was haben wir hier noch? Warte mal. Das wäre. Caterpillar haben wir schon. Erdbauwalze haben wir auch. Ja, das mehr ist ja eigentlich nicht, ne? Was haben wir hier noch? Was ist das? Wacker Neusen. Was ist das? Also meine Erdbauwalze. Oh, was ist das denn Süßes? Oh, was ist das denn? Oh, das ist aber niedlich. Den kaufe ich mir irgendwann mal, weil einfach nur so.
So, was haben wir hier? Wackerneusen. Die fällt mir aber nicht. Was ist das denn hier für ein Bagger? Radlader. Egal, komm, dann kauf er die. Zack. Für 79, jawohl. Und was haben wir hier noch? Vögele. Oh, die Vögele finde ich geil. 275.000. Ja, komm, wir haben es doch. Ey. Scheiß drauf. Kaufen wir jetzt auch noch. Bams. So, okay. Damit haben wir auf jeden Fall schon mal einiges an Start gebracht. Jetzt müssen wir nur noch eben schauen, dass wir das Ganze, die ganzen Gerätschaften hier, wo sind sie? Da. Einmal zur Baustelle befördern. Und da sind wir auch schon mit unserer nagelneuen Wirtgen Kaltfräsmaschine. Geil. So, wo müssen wir denn hin? Warte mal, wo bin ich denn jetzt? Ach so, ich wollte sagen. Halt. Na. Könntest du das mal anmelden, da bitte? So. Da müssen wir hin. Ach, hier vorne ist es. Okay, alles klar. Ja, easy, ne? Wisst ihr eigentlich, oder hat das mittlerweile mal jemand von euch rausgefunden? Es gab ja im Bausimulator 3, konnte ich doch hier diesen Helfer an den Start bringen, der mit einem, mit so einem Kipper vor mir hergefahren ist. Es ging ja irgendwie hier über das Schnellmenü. Geht das gar nicht mehr, oder? Also ich finde es halt ziemlich blöd irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen, dass man hier jetzt die Kaltfräse einsetzt und das Zeug einfach hier in der Weltgeschichte rausbuddert. Ich meine, wir können es hier nochmal ausprobieren. Und zwar gehen wir da mal hin und holen wir eben unseren Kipper hier. Tun wir her. Einsteigen. So, da sind wir in unserem Kipper drin. Hin und wieder werde ich hier auch nochmal ein bisschen fahren, weil ich habe gesehen, da gibt es auch noch eine Trophäe für fahre so und so viel, ich glaube 50, 100 und 1000 Kilometer oder irgendwas. Und da wir jetzt hier direkt um die Ecke sind, bei Billy Construction, können wir da auch eben schnell hincruisen, das ist kein Problem. Aber es gab ja diese Möglichkeit, dass man halt bei der Kaltfräse den Helfer quasi beauftragt hat, dass er vor einem herfährt, damit wir halt das abgefräste Material einsammeln. Das funktioniert hier irgendwie gar nicht, kann das sein? Aber ich habe noch nicht rausgefunden, wie. Früher war das ja über dieses Schnellmenü, also quasi über Viereck, meine ich, dass man das damit eingestellt hat. Aber irgendwie habe ich das noch nicht gesehen oder irgendwie gefunden, rausbekommen, wie auch immer. Wenn das einer von euch weiß, bitte gerne mal in die Kommentare schreiben, weil, ja, wie gesagt, ich finde es halt ein bisschen blöd, dass man halt das Abgefräste dann da halt einfach so in die Weltgeschichte bläst. Aber warum hätte ich auch hier vom Firmengelände fahren können, ne? Das war es an der Stelle auch wieder komplett. So, was ist hier los? Oh Gott. Warum geht mein Tor dazu und auf? Man weiß es nicht. So, fahr dir mal da vorne. Okay, ein einfaches Nein hätte mir auch gereicht, danke. Ist halt ein bisschen blöd, wenn wir jetzt hier warten müssen, ne? Aber gut, was willst du machen? Kannst du machen, nichts, musst du gucken zu. Und jetzt können wir mal gucken. So oben irgendwo ein Schrauben, so ein Hämmerchen, ne, ne? Leider nicht, schade. Bei dem voll ab hier in dem Auto. Jawohl, läuft. Okay, wisst ihr was? Es nervt einfach nur noch echt rum, hier rumzustehen, ne? Also das muss auch bitte mal ganz dringend gefixt werden. Ich scheiße jetzt auf das Geld, was wir da bezahlen müssen. Weil, sorry, ey, diese Ampelschaltung, die ist einfach, die dauert mir zu lange. Ah, super, ist auch schon grün, sehr schön. So einfach kann es gehen.
So, und dann hat man den ja hier so hingestellt. Zack. Befüllen? Ne, will ich ja nicht. So, und dann konnte ich den ja, warte mal. Wenn ich hier drin war, konnte man den noch irgendwie befehligen, da mitzufahren. Warte mal. So. Okay, so. Warte mal, wie kann ich denn jetzt... Kann ich denn jetzt hier irgendwie... Nee, kommt man auch nicht... Oh, nee, da wollte ich nicht rein. Man kommt auch in diesen Trecker da nicht rein, ne? Oh ja, moin. Trecker sei schon. In den Kipper, ne? Das geht einfach nicht, ne? Also schade. Das ist echt schade. Aber gut, egal. Können wir jetzt erstmal nicht ändern. Dann müssen wir es einfach so machen und das abgefräste Material einfach in die Pampa reinbrühen. Wenn das irgendwie nicht anders machbar ist, dann erstmal halt leider nein, leider gar nicht. Können wir ja nicht ändern, ne? Wie gesagt, wenn das einer von euch weiß oder rausgefunden hat, wie das dann letztendlich schon funktioniert oder ob das funktioniert, auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben. Klar, wenn das im Multiplayer machst, ist das natürlich einfach, ne? Der eine fährt vor, der andere fräst ab. Na, kommst du gern. Reiner jetzt. So. So, und jetzt pustest du hier den Scheiß einfach in der Gegend rum. Das ist halt irgendwie, finde ich, ziemlich sinnbefreit, ne? Naja, gut. Ist jetzt erstmal so. Baumaschine ist voll, was? Die Baumaschine ist voll. Womit ist sie voll? Okay, hat das jetzt irgendjemand verstanden? Oh, wo hänge ich denn hier? Was soll denn bedeuten, Baumaschine ist voll? Verstehe ich nicht. Seit wann ist sie voll? Kann ich hier doch irgendwas vertickern? So, jetzt. Aber was heißt denn, Baumaschine ist voll? Naja, man weiß es nicht. Ist egal. Oh, ich sehe auch gerade, wir sind auch wieder völlig mit der Zeit drüber, ne? Ja, moin. Ja, da würde ich sagen, machen wir hier ein Folgenende. Dann machen wir hier den Auftrag einfach in der nächsten Folge weiter. Und schauen, dass wir hier die Straße wieder in Gang kriegen. Was ja eigentlich kein Problem sein sollte, ne? Weil, ne? Wir sind voll drauf. Und ja, der Rest wird sich dann zeigen. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr wisst, wie es funktioniert. Bewerten. Gerne in die Kommentare schreiben, weil wie gesagt, ne, wenn ihr da wisst, wie das funktionieren könnte, hier mit dem zusätzlichen Transporter, Kipper, LKW, wie auch immer, dann auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, aber ansonsten auch gerne, was euch so auf dem Herzen liegt. Und ja, wenn ihr dabei bleiben wollt, natürlich gerne kostenlos abonnieren. Würde mich auch megamäßig freuen. Vielen Dank dafür und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und ciao, ciao.